Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir ein paar Plätzchen und zwar backen wir ein paar Vanillesterne. Für den Teig verkneten wir Margarine, Zucker, Mehl und Vanillearoma. Das Ganze kneten wir einfach mit den Händen durch. Damit haben wir dann unsere Teigmasse fertig. Jetzt rollt ihr den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ungefähr 2 cm dick aus. Dann nehmt ihr eine Ausstechform, eine Sternform und stecht eure Plätzchen aus. Ihr könnt natürlich auch eine andere Ausstechform benutzen. Ihr müsst keine Sterne ausstechen. Dann nehmt ihr ein Backblech, legt das mit Backpapier aus und legt eure ausgestochenen Plätzchen da drauf. Dann nehmt ihr die Teigreste und verknetet sie wieder. Dann rollt ihr den Teig erneut aus und dann stecht ihr wieder eure Plätzchen aus. Das Ganze macht ihr dann so lange, bis die ganze Teigmasse aufgebraucht ist. Ihr backt jedes Blechplätzchen bei 180 Grad ungefähr 15 Minuten. Die Teigmasse reicht für ungefähr 2 Bleche Plätzchen. Und so sehen unsere Plätzchen jetzt nach dem Backen aus und damit haben wir dann unsere Vanillesterne fertig. So meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken, bis zum nächsten Mal. Tschüss!